Hallo, liebe Freunde des Rechts. Es wird Zeit, einmal wieder über Quatschjura zu sprechen. Ja, es ist in letzter Zeit etwas ruhig geworden um den Hashtag, weil vielleicht auch nicht mehr so viel neues Quatschjura produziert wurde oder weil vielleicht insgesamt die Aufmerksamkeit gegenüber den Querdenkern nachgelassen hat. Gute Gelegenheit, um mal zu gucken, was denn aus all den Themen geworden ist, die wir in der Vergangenheit hatten. Zunächst mal Quatschjura, das ist ein Begriff, den haben wir letztes Jahr mal auf Twitter zuerst geprägt. Da ging es um Argumentationen, die hörten sich an wie Jura, waren aber in Wirklichkeit nur Quatsch. Zum Beispiel, wenn Querdenken Argumentationsleitfäden herausgegeben hat, wie man als Maskenverweigerer in den Laden gehen kann und so viel juristischen Druck ausübt auf das Personal oder die Ladeninhaber, dass sie einen gewähren lassen, indem man dem Gegenüber zum Beispiel sagt, er begehe eine Nötigung, wenn er einen Kunden dazu zwingt, eine Maske zu tragen oder verstoße gegen Diskriminierungsgesetze, weil ja damit Kranke, die nicht Maske tragen können oder wollen, schlechter behandelt werden. Und Argumente gab es ansonsten auch dahingehend, warum es unzumutbar war, die Maske zu tragen, weil man ja als Querdenker sich widersprüchlich verhalten würde, wenn man eine Maske trägt. Und deshalb wäre es aus politischen Gründen nicht zumutbar, Maske zu tragen. Querdenker haben sehr früh schon juristische Argumente für sich benutzt. Und der erste Fall, wo ich mit Querdenken als Anwalt in Berührung kam, war der Fall mit dem goldenen Aluhut. Der Goldene Aluhut, eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt aus Berlin, die sich mit dem Thema Aufklärung zu Verschwörungstheorien schon lange auseinandersetzt, hatte den Goldenen Aluhut 2020 ausgeschrieben und dabei sowohl Querdenk als auch Herrn Ballweg nominiert. Und weil aber Herr Ballweg aus der Wertung ausgenommen wurde, nachdem es zu massiven Stimmmanipulationen durch ausländische Server kam, hatte Herr Ballweg die Idee, diesen Preis für sich einzufordern. Und es war zunächst einmal genau die Headline, die er auch haben wollte, nämlich, wie kann jemand denn so verrückt sein, den goldenen Aluhut für sich in Anspruch nehmen zu wollen? Bei näherer Betrachtung war es natürlich völlig logisch, weil es das Prinzip von Querdenken war, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, egal wofür. Vernunft war nicht der Maßstab dafür, ob eine Maßnahme sinnvoll war oder nicht. Und so hat also Querdenken zusammen mit Herrn Ballweg und vertreten durch Rechtsanwalt Ludwig und Herrn Winkler eine Abmahnung an den Goldenen Aluhut geschickt und eingefordert, dass dieser Preis verliehen werden müsse, weil es sich um eine Auslobung handle und dadurch ein Vertrag entstanden sei, kraft dessen Herr Ballweg berechtigt sei, diesen Anspruch geltend zu machen und den Preis entgegenzunehmen. Man hat also auch angekündigt öffentlich, dass man den Preis aktiv einfordern werde zum Zeitpunkt der Preisverleihung vor Ort. Die Polizei war daraufhin mobilisiert worden, stellte aber fest, dass das Demonstrationsrecht natürlich nicht in Innenräumen gilt, sondern nur draußen. Das war allerdings zwischen zwei U-Bahn-Stationen und am Schluss wurde auch diese Demonstration dann abgesagt. Wir hatten als Kanzlei daraufhin das Mandat übernommen, pro bono, weil es im Grunde unerträglich war, wie man mit scheinbar juristisch klingenden Argumenten versucht, Druck auszuüben. Denn die Quatschjura-Argumente lassen sich oft nicht auf den ersten Blick enttarnen. Man braucht schon tatsächlich juristische Expertise, um zu sehen, zu verstehen, wo dieses Argument hinkt, weil man sich auf den gesunden Menschenverstand alleine manchmal nicht verlassen kann. Deswegen haben wir diesen Rechtsstreit übernommen und dann eben auch, nachdem Herr Ballweg nicht bereit war, von seinem Anspruch Abstand zu nehmen, eine negative Feststellungsklage erhoben. Es gibt ein eigenes Video dazu. Die Klageerhebung war im Dezember 2020. Eine negative Feststellungsklage hat folgenden Inhalt. Der Kläger ist einem Anspruch ausgesetzt, also der goldene Aluhut in diesem Falle, war dem Anspruch von Herrn Ballweg ausgesetzt. Der Herr Ballweg forderte den Preis ein. Und mit der negativen Feststellungsklage macht man geltend, dass dieser Anspruch nicht besteht. Man kann sich fragen, warum macht man das? Weil man es wissen will, weil man die Feststellung vor Gericht haben möchte, dass dieser geltend gemachte Anspruch in Wirklichkeit nicht besteht. Und das würde dazu führen, und das wird dazu führen, dass sich Herr Ballweg zu seinem Anspruch vor Gericht verantworten muss, auch zu der Frage, ob denn Querdenken 711, die Organisation, für die er laut anwaltlichem Schreiben die Vertretung angezeigt hatte, überhaupt existiert,
ein Gewerbe ist oder eine Stiftung, wie später behauptet worden ist, oder ein nichtrechtsfähiger Verein oder eine Partei oder was auch immer. Nach unserer Auffassung handelt es sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die gewerbliche Einkünfte durch das Einwerben von Spendengeldern bezieht und damit auch steuerpflichtig ist. Aber das ist nochmal ein anderer Sachverhalt, der beim Finanzamt in Stuttgart geprüft und entschieden wird. Wir haben in die Klageschrift allerdings fairerweise an das Landgericht Berlin auch reingeschrieben, man möge für den Fall einer mündlichen Verhandlung notwendige Vorkehrungen treffen, Sicherungen vornehmen, weil damit zu rechnen ist, dass Querdenken die Gefolgschaft mobilisiert, um bei diesem Prozess ein möglichst großes Spektakel zu machen. Wir haben das Landgericht gewählt, weil wir den Gegenstandswert bei einem immateriellen Streitgegenstand schätzen anhand des Wertes und wir haben ihn geschätzt auf 5.001 Euro, sodass wir in die sachliche Zuständigkeit des Landgerichts kamen. Und das Landgericht hat sich das angesehen und gesagt, also Querdenken hier im Gerichtssaal, muss das sein, können wir das irgendwo verschieben auf nach der Pandemie und haben das erst einmal möglichst lange liegen lassen. Es hat also allein 3 Monate gedauert, bis die Klage zugestellt war. Und dann haben sie gesagt, wir setzen den Gegenstandswert schon vor dem Prozessbeginn fest auf 5.000 Euro. 1 Euro niedriger und damit nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts. Übel nehmen konnte man es denen eigentlich nicht. Sie haben gesagt, hierfür ist jetzt nicht mehr das Landgericht zuständig, sondern das Amtsgericht. Und das Amtsgericht war jetzt an diese Zuweisung für die sachliche Zuständigkeit gebunden, unabhängig davon, ob man jetzt der Auffassung war, das ist jetzt 5.001 Euro wert oder weniger. Also musste das Landgericht, das Amtsgericht Berlin diesen Gegenstand, diesen Rechtsstreit entgegennehmen. Und die haben sich jetzt gedacht, was machen wir jetzt damit? Sachliche Zuständigkeit ist geboten, ist ja zugewiesen, aber was ist denn mit der örtlichen Zuständigkeit? Wir hatten die örtliche Zuständigkeit nach Berlin verlegt, weil der Anspruch in Berlin geltend gemacht wurde und der Erfüllungsort für diesen Anspruch auch Berlin sein würde, zumal auch der Goldene Aluhut seinen Sitz in Berlin hat. Und jetzt argumentiert das Amtsgericht, naja, das ist ja schön und gut, eine Auslobung kann auch tatsächlich ein solches Rechtsverhältnis sein, aber wenn es gar keine Auslobung gäbe, wenn es diesen Anspruch noch nicht gibt, dann gibt es auch keinen Erfüllungsort. Und an der Stelle sagen wir, naja, das ist natürlich unser Argument. Wir sagen ja, dass das keine Auslobung ist. Es ist ja nur der Herr Ballweg und seine Anwälte, die sagen, es handle sich um eine Auslobung. Woraufhin das Gericht sagte, prima, dann haben Sie an der Stelle recht, es ist keine Auslobung, es gibt keinen Anspruch und damit auch keinen Erfüllungsort und damit auch keine örtliche Zuständigkeit in Berlin. Gar nicht so schlecht, liebe Richter in Berlin. Dann müssen wir jetzt die Verweisung an das Amtsgericht nach Stuttgart beantragen, wo der Herr Ballweg und Querdenken 711 ihren Sitz haben. So also sieht ein halbes Jahr Prozessführung in Sachen Goldener Aluhut gegen Ballweg und Querdenken aus. Zweites Thema. Nürnberg 2.0 ist ein Stichwort, was immer wieder vorgebracht wird. Es knüpft an die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, ist offenkundig. Der Kollege Füllmich, Dr. Füllmich, so viel Zeit muss sein, hat sich im amerikanischen Fernsehen geäußert dazu, wie denn jetzt diese Rechtsstreite, die er angekündigt hatte, Sammelklagen, Schadensersatzklagen, so funktionieren. Und er hat schon vor einigen Wochen gesagt, naja, dass sie nicht funktionieren, das liegt schlichtweg daran, weil die ganzen Gerichte nicht so funktionieren, nicht rechtsstaatlich sind und korrupt sind. Und das, liebe Freunde, ist eigentlich das, was ich schon seit einem Jahr sage. Wenn ihr ernsthaft glaubt, hier gibt es eine Weltverschwörung, warum glaubt ihr dann, dass ausgerechnet diese Justiz in Deutschland es sein wird, die diese Verschwörung aufdecken wird? Also wenn ihr konsequent seid mit eurer Verschwörung und ihr meint, Herr Wieler und Herr Drosten und die WHO und die Queen und der Papst stecken alle unter einem Hut, unter einer Decke, um die Bevölkerung zu unterjochen, zu manipulieren und fernzusteuern, dann werden die doch nicht gerade bei der Justiz und diesen staatlichen Organen Halt gemacht haben, dann kann doch da nichts rauskommen. Wieso würde irgendjemand 800 Euro plus Umsatzsteuer dafür bezahlen, um einen solchen Prozess zu führen? Die Prozesse, wir haben dazu Videos schon gemacht, sind als querulatorisch abgewiesen worden. Gegen Drosten wurde nie eine Klage erhoben, nicht in Deutschland. Es gab dann irgendwo mal eine Klage mit mehreren Schulkindern, die in New York eine einstweilige Verfügung beantragt haben, wurde auch abgewiesen. All diese Klagen waren natürlich Luftnummern, was vorhersehbar war. Aber Herr Füllmich erklärt das mittlerweile eben damit, dass eben man von dieser Justiz nicht mehr erwarten könnte. Und deswegen bräuchte es eines internationalen Gerichtshofes, Tribunals eines Tages.
ein Sondergericht, was die Verantwortlichen der demokratisch gewählten Regierungen zur Verantwortung zieht. Die bestehende demokratische Rechtsordnung außer Kraft setzt. Wie lässt sich das eigentlich vereinbaren mit dem Grundprinzip der Anwaltschaft, wo man ja auch mal geschworen hat, die Verfassung und den Rechtsstaat zu verteidigen? Das war dann Anlass für Herrn Füllmich, mal genauer hinzuschauen und sein Dementi rauszubringen, bevor es die Rechtsanwaltskammer näher betrachten, indem er sagte, naja, so war das nicht gemeint. Er sagte nicht, dass er an Nürnberg 2.0 arbeite. Er habe zwar mit Hunderten von Anwälten gesprochen, aber er arbeite nicht konkret am Umsturz. Denn das wäre eine Straftat, die, wenn mit Gewalt begangen, mit lebenslanger Haft bestraft werden könnte, mindestens aber zur Unwürdigkeit und damit dem Entzug der Anwaltszulassung führen könnte. Und wir sehen an der Stelle, bei den Aktivisten aus der Querdenkenszene gibt es zwei unterschiedliche Typen. Es gibt die Hasardeure, die sagen, all in, ich riskiere alles und bin bereit, auch alles zu verlieren, wie zum Beispiel Bodo Schiffmann, der voller Überzeugung erst dazu angestachelt hat, man solle vortäuschen, man würde telefonieren, um Lügengeschichten über an Masken gestorbenen Kindern in die Welt zu setzen und dann nach Belieben auch Maskenatteste verteilt hat, auf einer Demonstration sogar quasi mündlich durch Handauflegung, ich befreie sie von ihrer Maskenpflicht vor den Augen der Polizei, indem er sagt, ich bin Arzt und ich darf die Menschen mit einem mündlichen Attest befreien. Und das führte eben dazu, dass die Aufsichtsbehörden zum Ergebnis kamen, dass so einer nicht mehr HNO mit Kassensitz sein darf. Auch der Vermieter in der Klinik in Sinsheim hat den Mietvertrag gekündigt und schließlich ist Herr Schiffmann nach Tansania geflüchtet. Letztes Jahr zu Weihnachten, zu Silvester, hatte er einen Hilferuf abgesetzt und der Goldene Aluhut hat sogar schon ein Hilfeangebot, ein Aussteigeangebot an Herrn Schiffmann unterbreitet. Er ist darauf allerdings nicht eingegangen. Er war zu tief in dem Kaninchenloch wahrscheinlich gefangen und sucht jetzt Reisende, Ungeimpfte, die bereit sind, für die gute Sache sich doch testen oder impfen zu lassen für den Flug, um dann ungeimpften Urlaub in Tansania zu machen. Streitet sich ansonsten mit Leuten herum, die ihn kritisieren, weil das mit der Meinungsfreiheit so eine schwierige Sache und nicht immer auf Gegenseitigkeit beruht. Aber das ist eine andere Geschichte, über die wir auch schon Videos gemacht haben. Mich hatte der Bayerische Rundfunk letzte Woche gefragt, wie eigentlich das Geschäftsmodell funktioniert, mit Verschwörungstheorien Geld zu verdienen. Und meine persönliche Einschätzung dazu ist, das ist kein Geschäftsmodell, was man angeht und zu sagen, so, ich glaube, hier ist ein Markt, hier kann ich Geld abziehen. Ich glaube, dass die allermeisten tatsächlich idealistisch gehandelt haben, dass die allermeisten sagten, ich bin davon überzeugt, wir haben hier einen Missstand, wir müssen etwas tun, aber die Versuchung, Gelder dafür einzuwerben, Spenden oder Schenkungen zu erhalten, ist so groß und die Attraktivität damit weiterzumachen, wenn man tatsächlich Spenden bekommt, ist so hoch, dass man es auch nicht schafft, dann den Absprung davon zu schaffen. Man ist in dieser Echokammer-Filterblase gefangen, man hat die Unterstützer. Und was Sie im Augenblick sehen, ist, es macht keinen Sinn, gegen Lockdown-Maßnahmen zu demonstrieren, weil es sie nicht mehr gibt. Es macht kaum noch Sinn, gegen Masken zu demonstrieren, weil die Leute sich daran gewöhnt haben. Es macht auch keinen Sinn, die Sterblichkeit von Impfungen heraufzubeschwören, weil die Menschen eben nicht reihenweise sterben. Und trotzdem sind die Hardcore Aktivisten immer noch aktiv und drehen Videos und bedienen weiterhin ihre immer radikaler werdende Gefolgschaft. Teilweise suchen sich neue Themen, zum Beispiel Homophobie zum Thema Regenbogenbeleuchtung in der Allianz Arena, wechseln quasi zu neuen Themen, aber sind weiterhin dran, weil sie wohl weiterhin auch unterstützt werden. Und diejenigen, die jetzt noch diese Menschen unterstützen, sind auch die, die vor allem die radikaleren Positionen hören wollen und dafür auch Geld bezahlen. Und so erleben wir, dass eine immer kleiner werdende Zahl von Aktivisten und Anhängern immer radikaler wird in ihren Äußerungen.